Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sind hier beim Geiernest und wir wollten die Quest jetzt machen, habe ich so eine Erinnerung. Es liegen jetzt einige Tage wieder zwischen den beiden Aufnahmen und ja, wir müssen mal wieder reinfinden. Wir spielen anscheinend eine Person und ein Turban, nicht Turban ist es nicht. Wie nennt man das, wenn das so ein Tuch? Hast du einen besonderen Namen? Ich weiß es nicht. So, erstmal nehmen wir Senno und gucken erstmal, was hier los ist. Senno, beeil ich mal ein bisschen. Wir müssen einmal ein bisschen schneller ran und gucken, ob hier noch was ist. So, das ähnliches wie Senno gibt es auch noch im nächsten Spiel. Ich glaube, das ist auch einfach ein ganz normaler Adler. Kann man jetzt gut oder schlecht finden? Soldaten. Sie suchen bestimmt nach Iras. Ich tauche unter. Oder war sogar beritten. Und sie hoffentlich auch. Wir schleichen erstmal neben. Nein, das ist das. So schau hier im Bogen neu. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, wie man das Spiel spielt. Kannst du. Dieser Ort wird schwer bewacht. Das hört sich jetzt natürlich ein bisschen blöd an. Dass es sich so anhört, als hätten wir einen Helm auf. Finde Iras auf dem Hof. Okay, kriege ich hin. Okay, das ist nicht der Bogen, den ich dachte, ich habe den normalen Jagdbogen und nicht den, welcher war das überhaupt nochmal? Der leichte Bogen. Das ist der Raubtierbogen, den kenne ich ja. Kannst du bitte dich nicht bewegen, wenn ich gerade erschießen will? Ja, es ist halt schon der beste Bogen eigentlich. Okay. Oh, einen haben wir sogar noch. Ich dachte, wir hätten. Ich dachte, das wäre der letzte gewesen. Er geht jetzt in Deckung. Aber es hilft ihm nicht. Denn wir töten ihn einfach trotzdem. Hey! Ich bring dich! Keine Munition mehr. Junge, habe ich wenig Munition. Dann gib erstmal her. Okay. War hier noch was? Nee. Ich muss erst mal gucken, wo ich was looten kann. Und ich hoffe mal, dass ich noch Pfeile bekomme. Perfekt. Was sind nicht die. Also irgendwie kriege ich mehr Pfeile, als ich eigentlich. Ich wollte dann looten, aber gut. Friede sei mit dir, Iras. Ich möchte nur mit dir reden. Der Letzte, der das sagte, hat meine Familie ermordet. Der Schwund ist ja überall, ne? Ich möchte dir helfen, Iras. Woher kennst du meinen Namen? Ein Priester erzählte von dir. Ah. Dieses Land gehört schon ewig meinen Leuten. Aber bisher lag es brach. Ein Soldat kam zu uns und sagte, sein Meister hätte einen Kaufvertrag. Mein Vater wollte ihm das alles nicht überlassen. Dann, ja, den Rest kennst du ja bereits. Was wirst du tun? Dieser Hof ist mein Erbe. Ich werde ihn bestellen, solange ich kann. Okay. Ich sorge dafür, dass die Soldaten dich in Ruhe lassen. Sicher? Wenn du willst. Das Haus, von dem sie sprachen, liegt nordwestlich von hier. An der Straße nach Alexandria. Habe ich was verpasst? Was für ein Haus? Erstmal looten. Bronze. Im Fall der Fälle. Sag, dass ich dabei starb, das Vermächtnis meiner Familie zu bewahren. Okay. Richtig aus. Ich weiß zwar nicht wem, aber. Und ja, werde ich das schon sagen können, wahrscheinlich. Hoffe ich mal. Oh, das hier wollte ich noch looten? Unser Ziel ist da vorne, aber wir haben wahrscheinlich nur was auf dem Weg, ne? Also ich würde sagen, wir reiten jetzt erstmal hier lang. Also reiten. Hey, wo ist mein Pony? Hallo, Gib. Da war ich irgendwie Meter zu nah an irgendwas dran, dass es nicht ging oder was. Hey, ich würde sagen, wir reiten jetzt an der Küstenstraße lang. Den Geierturm hier haben wir ja und da vorne ist noch irgendein Ding. Keine Ahnung, was das Ausrufezeichen bedeutet. Wahrscheinlich ist da irgendjemand sauer auf uns. Warum auch immer. Da ist noch ein Leuchtturm wahrscheinlich. Die könnte ich hier töten, aber habe ich eigentlich gerade gar nicht das Bedürfnis zu. Ich glaube, das ist die Straße. Gucken wir erstmal, was hier ist. 50 Meter. Flusspferd. Senno, was ist das Flusspferd, was wir töten sollen? Ach, da ist es. Hartes Leder. Ich glaube, wir brauchen eigentlich ein bisschen mehr weiches Leder, wenn ich ehrlich bin.
Achso, ich dachte, den hätte ich gerade schon gefunden. So, Raubtierbogen. Haben wir das geschafft? Ich würde sagen, wir töten einfach alle. Wenn wir genug Munition haben. Schwere Keule, sage ich auch nicht nein zu. Weil das Leder können wir sicher irgendwie gebrauchen. Okay, Pfeile könnte ich tatsächlich noch ein bisschen mehr gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Die gehen schon recht schnell leer. Was haben wir hier überhaupt alles? Okay, wenn ihr es lesen wollt, könnt ihr es gerne lesen. Was ist denn hier alles? Ich find's cool, wenn man irgendwie dauerhaft irgendwie so sieht, was man looten kann, irgendwie mit so einem kleinen Funkeln oder so. Also mit einem größeren Funkel als das kleine Funkel, was es jetzt gab. Du siehst schon länger tot aus. Können wir eigentlich irgendwas herstellen gerade? Ausrüstung. Ich habe nämlich Holz gefunden, aber ich habe nicht genug Holz anscheinend. Okay. Die schwere Keule. Ist sogar besser als die grausame Hacke, die wir bekommen haben. Adrenalin beim Töten, Adrenalin beim Töten und Blut beim Treffer. Ja, gut. Dann kommt die hier weg. Gibt hier ein bisschen Eisen noch, Zedernholz. Oder Zeder? Noch Zedernholz, okay. Und das hier sollen wir jetzt machen. Wahrscheinlich irgendwelchen Leuten auf die Fresse hauen. Also, ich weiß es nicht genau, was das hier ist. Also wahrscheinlich ist das hier sowas wie eine Kaserne, sage ich mal. Wahrscheinlich sollen wir jetzt allen auf die Fresse hauen. Da ist eine Balliste, mit der können wir auch schießen. Das ist nämlich ziemlich cool. Also ein bisschen jedenfalls. Also überall habe ich so das Ding, hier ist gleich was und ich finde es einfach nicht. Okay, da ist ein Schatz und das war's jetzt, ne? Ich würde erstmal tendieren dazu, die Balliste auszuprobieren. Okay, es ist sogar ein Außenposten, also ist so praktisch eine Kaserne. Was denn? Schnauze. Diese Zone ist tabu. Ja, schön für diese Zone. Wir haben hier für 20 Schuss. Das Ding ist echt stark, aber auch nicht so stark. Kannst du aufhören, jedes Mal einen Meter nach links zu gehen? Okay, das war jetzt mal für, da habe ich einfach nicht weit genug gezielt oder nicht gut genug gezielt. Okay, das waren jetzt 5 Pfeile schon, die ich gewastet habe. Okay, den hätte ich sogar tatsächlich so töten können. Okay, auf Kopfschuss macht die richtig Schaden anscheinend. Ja, komm her, Penner. Ja, ich hätte es gesagt, es wäre ein Kopfschuss gewesen, aber spielt das nicht so? Nee. Okay, da hätte ich gedacht, dass ich gar nicht treffe. Aber ich traf anscheinend. Na, komm her, wo bist du, Penner? Ich kann leider nicht durch Stoff durchschießen, verständlich natürlich. Warte, ich kann ihn töten. Was ist denn das, Junge? Ich hasse es. Also, zielen ist wirklich anscheinend kompletter Müll. Okay, wahrscheinlich müssen wir die jetzt so töten. Ich habe noch 2 Schuss drin, aber... Ja, wie gesagt, ist halt relativ nutzlos. Ja, kannst du bitte in den Kampfmodus gehen? Ah, okay. Der kann also auch Kombos machen, gut zu wissen. Also war mir schon eigentlich klar, dass er Kombos machen kann. Neuer Bogen, perfekt. Ne, ich wollte den anderen Bogen haben, danke. Also, die ist tatsächlich, also der Raubtierbogen ist auf jeden Fall besser als die Balliste, weil mit der Balliste kann man irgendwie nicht richtig zielen. Das droppt irgendwie so sehr. So, dann lass mich mal looten. Ein Sichelschwert, nice. Gucken wir erstmal, was hier noch alles an Loot ist, ob wir irgendwas interessantes mitnehmen können. Außenposten an der Seevilla, okay. Hier grob einmal durchlooten, also ich habe keinen Bock, jetzt jedes Scheißding mitzunehmen, das lohnt sich einfach nicht. Ich finde noch so viel Loot, also wenn man hier so mal vorbeiläuft, dann kann man es natürlich mitnehmen. Aber, ja. Mal gucken wir. Auf einem Papyrus. Wenn ihr es lesen wollt,
Könnt ihr es machen? Sophronius. Noch ein Mann, der zum Mörder wurde, nur um des Geldes willen. Oh Gott. Ist das noch da hinten hin, oder was? Dann haben wir erstmal... Moin, Meister. Der hier ist Westtorus. Okay, das ist hier oben. Das machen wir natürlich noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Außenposten, würde ich sagen. Und dann gehen wir nochmal kurz erkunden. Weil das hier haben wir jetzt abgeschlossen. Mehr Pony, wir müssen los. Servus. Okay, das schon. Legitimes Aufsitzen. Würde ich mal so behaupten. Ich weiß nicht, ob es schneller wäre, erst zum Außenpunkt zu gehen und dann dahin oder andersrum. Aber ich glaube, hier ist es schneller, weil ich hier noch nach dahin will. Weil wir, glaube ich, noch einen Steinkreis oder irgendwie sowas in der Wüste gehabt. Und den würde ich auch gerne mitnehmen, bevor wir dann nach Alexandria gehen. Also ich würde sowieso erstmal den ganzen Teich da machen wollen, bevor wir nach Alexandria gehen. Also gefühlt so die Story ist auch gar nicht so lang nach meinem, also nach meiner Erinnerung. Gefühl war es so, du bist in Alexandria und dann bist du eigentlich mit dem Spiel durch. Also so schlimm ist es jetzt nicht, ne? Also man muss schon noch einiges machen und auch noch rumreisen, aber so erstmal so im Gefühl ist halt erstmal so Ende, wenn man da ist. Und wir sehen auch schon, Alexandria ist ein bisschen größer. Sieht doch ganz in Ordnung aus, würde ich sagen. Spiel auf Ultra, also ich habe so die besten Erinnerungen gehabt, dass es irgendwie, also ich habe es vorher, glaube ich, nicht auf Ultra gespielt, sondern nur auf sehr hoch, aber irgendwie sah das alles nicht so unklar aus hier. Also sieht ja, was heißt unklar, sondern das sieht zu klar aus und mit dem Unklaren mit so ein bisschen verschwommen sah es halt irgendwie besser aus. Oh Gott. Ich dachte, das wäre der, ja. Nee, der ist da. Gut zu wissen. Hier gibt es noch was zu lesen, wenn ihr es lesen wollt. Mein Meister, Thoughts Gebet. Ich glaube, es war vielleicht ein bisschen kurz. Das hier können wir auch noch machen, aber erstmal nicht so. Also mein Plan ist erstmal das hier holen, dann hier unten in die Wüste und dann mal gucken. War hier noch irgendwas? Ich glaube, das ist Thought. Na, ich weiß nicht, wie die ausgesprochen oder der Gott da ausgesprochen wird. Haben wir noch andere Quests eigentlich, die wir machen müssen? Versteckte Steuer. Finde Claudius den verschwundenen Ehemann. Okay, ist ganz schön weit weg. Das ist, glaube ich, DLC. Das ist so Ding. Das ist Hauptstory. Das ist DLC. Das ist DLC. Wo ist das DLC? Hm. Könnte auch ein anderes, irgendwas anderes sein. Bikes versprechen nebenbei. Also Hauptstory und wir haben eigentlich nur Geburtsrecht und versteckte Steuer. Wo ist denn das? Ja, gut. Das wollte ich, da wollte ich sowieso noch hin. Das heißt. Im nächsten Part werden wir uns erstmal noch da begeben. Oh. Hallo, ihr kommt schon hier. Och, nur Bayek, wieso haust du denn daneben? Ich dachte, ich kann den Fies einfach direkt in die Fresse haben, wenn er schläft. Senu, türst du gerade ein? Danke, Senu. Ja, ist auch lustig. Der Vogel kann einfach diese riesigen Viecher da töten. Und machst du einfach so random mal. Habe ich nichts gegen. Neuer Höhle. Ich glaube, das ist einfach nur Schatzsuche, oder? Mehr war das nicht. Also ich plane das Spiel 100% zu machen. Also ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall will ich alle Punkte, also alle Orte abschließen. Weiß nicht, sind eine Schlange oder so? Ich glaube, Schlangen gab es hier auch. Aha, Sechmet. Also ich weiß nicht, wie viel es hier wirklich genau zu tun gibt. Also was es wirklich 100% laut Spiel wären, weil ich glaube, in Assassin's Creed Syndicate habe ich auch 100% gemacht und da habe ich, glaube ich, aber auch wirklich 100% gemacht. Weil manchmal ist ja so, wenn du 100% machst, dann zum Beispiel bei GTA, da musst du halt so gefühlt 75% machen, das sind dann 100%. Weil viel muss man nicht machen und ich weiß nicht genau, wie ich das hier handhaben will. Also ich will auf jeden Fall alles erkunden. Mit Video, aber weiter weiß ich nicht. Bist du tot? Ja, okay. Na, vielleicht soll ich mir mein Tierchen holen. 500 Meter ist doch ganz schön weit. Was ist das da hinten? Ah. 100 Drachen, ja. Das ist anscheinend so eine Karawane oder so ein Söldnertrupp. Also, ja klar, ich könnte die jetzt töten für 300 Drachen mehr, aber
Weiß ich nicht. Oh. Geschichtlich bin ich in Ägypten auch komplett raus. Also, wirklich komplett, komplett, würde ich sagen. Oh, okay. Wow. Ja, ich weiß, dass es die Pyramiden gibt. Das war's dann aber auch mit meinem Wissen über Ägypten. Okay, man kann keinen schweren Angriff auf dem Pferd machen. Also ich habe es mir schon fast gedacht, aber ich wollte es mal probieren. Ich glaube, es waren drei weibliche Löwen und ein männlicher Löwe. Ich bin ja eigentlich kein Fan davon, diese Tierchen zu töten. Ich habe gestern tatsächlich so eine Doku darüber gesehen. Im Fernsehen. Fand ich hier ganz interessant. Und da wurden die dann auch... Also das ging um fünf Männchen, die als Fünfergruppe rumgelaufen sind. Und... Ja, die wurden dann alle... Bis auf einer getötet. Also einer wurde wohl erschossen und die anderen wurden vergiftet. Weil die irgendein Weidevieh gefressen haben. Ja, hier müssen wir... den Boss einmal töten, das ist hier so ein Steinbruch anscheinend. Und, also das heißt den Boss, den Vorarbeiter könnte man ja fast schon sagen. Mal den halt töten. Penner. Solltest du nicht? Guck mal, das hat auch jetzt schon 49 Drachme gebracht. Alle Leute töten lohnt sich halt meistens einfach gar nicht. Man kann auch einfach hier durchschleichen. Oder halt nur den... Also, man muss ja hier für den Typen töten und den Schatz sammeln und... Weiß ich nicht. Wenn ich das so hinkriege, dann mache ich das auch. Dann steht, ist der Ort für mich abgeschlossen. Ich muss ja nicht jeden Typen töten. Manchmal ist es aber halt besser, weil dann kommst du halt erstmal so wirklich an die ran. Und dann wollte ich noch hier den Steinkreis, meine ich, machen. Könnte auch sein, dass es... irgendeine Ruine ist oder sowas. Die sind ja, glaube ich, auch golden, wo man da einen Fähigkeitspunkt bekommt, aber frag mich nicht. Ich weiß tatsächlich nicht so sehr. Na komm her, Pferdchen. Naja, wir haben ja kein Schnellreiten. Ich wollte gerade A drücken, um schnell zu reiten. Klappt nicht. Denn wir haben ja nur ein Kamel und Kamele können anscheinend nicht schnell reiten. Es ist ein Steinkreis. Dann machen wir das Ding noch. Ich weiß kurz, wie ich Pyramiden schon sehen kann. Interagieren. Okay, es ist auf Y. Ich wollte gerade B drücken, muss interagieren. Keine Ahnung, was das sein soll. Wer hat sich gedacht, jo, heute stelle ich mal Steine auf, die aussehen wie eine, Anordnung von Dingern. Das ist aber auch ein großes Ding hier, ne? Das haben wir anscheinend schon, oder? Papo, woher weiß man, dass man verliebt ist? Warum, Chemo? Glaubst du bist verliebt? Ich weiß nicht. Liebe soll sich gut anfühlen. Du und Mama sind die einzigen, die ich liebe. Aber das tut weh. Manchmal kann ich nicht mal mehr klar denken. Das klingt nach Liebe. Könnte sein. Ich habe mich auch mal so gefühlt. Okay, es wird das hier sein. Oh, Skorpion, cool. Seket. Für Kreuzworträtsel würde dieses Wissen auch helfen, nur ich vergesse das leider immer wieder, weil ich es sonst nie brauche. Das Outfit finde ich ganz cool mit dem Schulterpanzer. Die Szene sieht gerade richtig nice aus. So. Dann würde ich sagen, ist der Part vorbei. Wir haben die Wüste hier soweit komplett abgeschlossen. Im nächsten Part würde ich sagen, machen wir uns ans Wasser, dass wir dann erstmal hier... Das hier ist, glaube ich, außerhalb... Oder ist das in unserem Bereich? Nee. Das heißt, das hier vielleicht noch. Also auf jeden Fall dann den Bereich hier erstmal so erkunden. Und dann machen wir das hier und gehen dann nach Alexandria. Aber erstmal, ja,
Reicht es für diesen Part? Ich reise dann gleich mal zu Sekhmet's Tempel. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Und ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.